Willkommen auf Tanalore. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass ich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Interessant. Was willst du jetzt, Carter? Der wollte mir gerade beinahe in die Sequenz reinmounzen. Ganz schön hell hier. Okay, in diese Richtung können wir wohl nicht gehen. Oh doch, wir werden einfach woanders hingeschickt dann. Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Okay, interessant. Was ist Tanalore für ein Planet? Oder für eine Welt? Einer voller Flashbangs jedenfalls. Okay, dein Poncho. Zügel ihn. Oh, es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tanalore? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Ich hoffe mal gerade, dass ich keine Audiostotterer oder sonst irgendwas gerade sehe, denn der Ausschlag ist ganz komisch, denn das Streamlabs OBS gerade ausschmeißt oder Streamlabs Desktop. Die Idee war also, hier eine geheime Jedi-Welt aufzubauen, wie es aussieht. Ein Rückzugsort. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren.
Lass mich frei. Bitte. Wer seid ihr? Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Aber seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber ihr seid jetzt hier. Können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Dagon, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Was habt ihr getan? Er hat seinen Kristall geblutet. Ihr habt Angst. Trivial. Okay. Anfänger, was? Er ist etwas so ausgeglichen, wie man je die Botschafter in Star Wars The Old Republic. Warum wehrt ihr euch? Hilf mir! Jämmerlich. Mit deinem Stumpen? Mit deinem Stumpen einfach.
euch. Du dich auch. Ihr könnt nicht. Weißt du was? Vergiss das. Stell dich nicht. Dürftig. Schwach. Stirb. Weißt du? Kell muss einem schon leid tun. Gerade einen anderen Jedi gefunden und sofort rastet er aus und fällt zur dunklen Seite. Ihr vergeudet meine Zeit. Aua. Tue ich wirklich, wie es aussieht. Bleibt stehen und kämpft. Armselig. Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelor aufgegeben hat. Welcher Orden? Der Orden hat sich erledigt. Was das? Das ist gar nichts. Angst? Hör auf damit! Sehr mühsam. Wirklich schade. Dürftig. Wirst du endlich aufgeben? Respawn. Sofort. Wir hatten ihn fast. Aber ich hatte am Anfang ein bisschen zu viel gefummelt. Deswegen waren wir mit so wenig Gesundheit unterwegs. Dagan Gera, obwohl ich so lange Schlaf geschwächt wurde, kann ich immer noch einige Machtfähigkeiten verteidigen. Verteidige ihn seine Kumpels und greife an, sobald du eine Lücke siehst. Dagan Gera ist ein Jedi zur Zeit der Hohen Republik, der nach 2 Jahrhunderten Stase in Bagdad befreit wurde. Er scheint der dunklen Seite verfallen zu sein und seine Angriffe sind wild, aber ausgeführt mit dem Wissen eines ehemaligen Jedi des Ordens. Okay. Gleich nochmal, mein Freund. Tut mir leid. Trivial. Anfänger, was? Mist. Okay. Aufgepasst. Armselig. Verzweifelt. Ey! Da ist es denn nicht durchgekommen. Okay, jetzt werden wir geärgert. Jetzt werden wir wieder geärgert, nachdem der erste Kampf fast fertig gewesen ist. Und ich da einmal bei der Defensive verkackt habe. Das sollte aber dennoch funktionieren. Ich kann doch stattdessen einfach. Mal schauen, was das hier mit sich bringt. Wie schwach. Feigling. Unfähig. Okay, weißt du was? Vergiss es. Zwei Lichtschwerter waren ganz gut. Anfänger, was? Tenelor wird mir gehören. Wir müssen euch mal ein bisschen aggressiver vorgehen. War's das? Oh well. Jetzt. Warum wehrt ihr euch? Ich spüre. Weil ich aus irgendwelchen Gründen beim ersten Kampf besser war. Okay. Weißt du was? Warum habe ich das Parade-Timing verlernt? Wie habe ich das Parade-Timing nach dem ersten Kampf einfach spontan verlernt? Ich wurde mit dem Demenzstrahl getroffen.
Okay, folgendes. Doppellichtschwert lassen wir mal. Wir arbeiten weiter mit dem. Wir arbeiten weiter mit zwei Lichtschwertern. Die arbeiten am besten bisher. Ich muss einfach nur... So. Ihr verschwendet Energie. Feigling. Dürftig. Jämmerlich. Ihr seid unterlegen. Ihr könnt nicht gewinnen. Kann ich bitte einmal lernen? Okay, das war nicht glücklich. Hey, Kumpel. Wirklich schade. Ich bringe es schnell zu Ende. Das ist gar nichts. So, letzter Swim. Ganz einfach nicht mehr verkacken. Stellt euch! Schwach. Und Verschämtheit. Armselig. Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelor aufgegeben hat. Nein, soll er mal nicht. Der Orden hat sich schon erledigt. Falls du nicht zugehört hast. Angst? Sehr mühsam. Ich spüre eure Angst. Natürlich. Ich werde gerade von einem Kumpel verprügelt. Ich darf nicht zurückschlagen, ansonsten nenne ich die Leute Ableist. Trivial. Anfänger, was? Ja, da... Da habe ich schon wieder verkackt, weil ich schon wieder am Anfang so viel gefummelt habe. Ich muss mir merken, dass ich die Blockentaste gedrückt halten soll mehr. Nicht einfach nach der Parade sofort wieder loslassen, damit wir direkt nach der Parade aufs Maul kriegen können. Können wir eigentlich nach vorne ziehen? Okay, nein. Wozu der Versuch? Ich bin überlegen. Passt das? Ihr habt Angst. Interessant. Dürftig. So. Kater, warum schmeißt du wieder alles um? Hilf mir bitte. Schwach. Man muss sich einfach merken, dass der erste Angriff von diesem Lunch eine Finte ist. Unfähig. Hierher bitte. Und das ist schon eine Verschwendung von Stims gewesen. Armselig. Komm her. Aber warum wehrt ihr euch? Stimmt! Hilf mir bitte! Angst? Trivial. Siehst du? Mehr. Ach, natürlich bist du jetzt auch auf dieser Schiene angekommen, mein Freund. Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelor aufgegeben hat. Der Orden existiert nicht mehr. Es gibt nichts mehr, woran du dich rächen kannst. Wirklich schade. Aua. Du weißt nichts über die Macht. Ihr vergeudet meine Zeit.
Tennelor wird mir gehören. Okay. Stellt euch! Dürftig. Mist! Ich hätte die Macht behalten müssen. Ein weiterer Konter. Interessant. Trivial. Ihr habt Angst. Ihr vergeudet meine Zeit. Boah. Anfänger, was? Ihr seid unterlegen. Nein! Nein! Die Druckwelle! Es hat die, war die scheiß Druckwelle, weil ich springen musste an dem Punkt. Ah! Wir hatten ihn schon wieder fast. Och nö. Gleich nochmal. Darf am Anfang nicht Slow Small bekommen. Hey, Dagan. Schwach. Jämmerlich. Mehr. Meine Zeit. Das stimmt. Ich wollte Stim, aber ich durfte einfach nicht. Das Stim ist durchgekommen. Verdammt. Es geht das los. Oh, komm schon. Wir haben dich schon zweimal fast gehabt. Und dann sind mir einfach die Ressourcen ausgegangen. Also wieder zurück zu unserem Wert von Dagan, der sofort zur dunklen Seite gegangen ist. Komm, was wir ihn gesehen haben. Kell darf einfach kein Glück haben im Leben. Schwach. Wozu der Versuch? Trivial. Stellt euch. Oh nein. Nein. Helft mir bitte. Gib mir einen BD. Das ist doch unglaublich. Hörst du auf anzugreifen? Mist. Ja, das, an dem Punkt wollte ich tatsächlich sterben. Weil es schon eine Verschwendung war an so vielen Stellen. Aber da hat er wirklich nicht aufgehört anzugreifen, wenn wir einen Stim genommen haben. Wir waren geheilt. Sofort war die Gesundheit wieder weg. Stim ist also wirklich eine Sache, die wir nur nehmen können, wenn wir wirklich eine Sekunde Ruhe haben vor seinem Unsinn. So, das nehmen wir als Bonus-Stim. Armselig. Warum wehrt ihr euch? Passt das? War's das? Mehr oder weniger. Noch ein Stim. Trivial. Ihr könnt nicht gewinnen. Ach komm schon. Gib mir einen BD. Wirklich schade. Anfänger, was? Jämmerlich. Hierher, noch ein Stim. Okay.
armselig. Wie schwach. Sehr mühsam. Mehr. Das ist gar nichts. Der erbärmliche Orden wird den Tag bereuen. Wird er wohl. Er mich verraten, tut er schon. Aufgegeben hat. Ich spreche für den Orden, ich bereue das. Kann ich auch. Trivial. Komm schon, bitte mach jetzt keinen roten Angriff. Unfähig. Okay, das war. Das. Ich bringe es schnell zu Wuss. Ende. Okay. Dann halt so. Warum dürfen wir keinen Bosswort haben, der nicht daraus besteht, dass wir zusammengeschlagen werden? Die neunte Schwester zählt nicht. Das war gewissermaßen ein Tutorial. Und den hier hätten wir auch fast First Try gemacht. Aber dann müssen wir natürlich einmal fummeln und dann muss durchgehend sowas passieren. Dürftig. Durchgehend so. Ich war ja beim ersten Mal einfach zu gut. Was? Sehr mühsam. Bleib stehen und kämpf! Nein! Ich will nicht! Hier drüben! Anfänger, was? Mehr! Stellt euch! Ah. Weißt du was? So! Ihr seid unterlegen. Dürftig. Schwach. Dieser erbärmliche. Nein, dieser Orden wird einen feuchten Dreck machen. Ich komme jetzt ein Doppellichtschwert aus. Bleibt stehen und kämpft! So, ich kann mir damit viel mehr blocken. Warum wehrt ihr euch? Geht dein Block doch. Das ist gar nichts. Gib mir einen WD. So. Ihr vergeudet meine Zeit. Feigling. Sehr mühsam. Trivial. Und jetzt? Interessant. Das ist wahre Stärke. Wirklich schade. Feigling. Anfänger, was? Und jetzt? Verreck! Verdammt! Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Gegen mich zu stellen. Halt! Ich bin nicht euer Feind. Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet!
Schlüssel nach Tenalor. Meinte Cree Dagon? Wie konnte sie Tenalor jemandem wie ihm anvertrauen? Faszinierend. Er kannte Ravis bereits. Ravis ist schon, so gute 200, 300 Jahre alt, würde ich entsprechend schätzen. Bacta ist eine Substanz, die galaxisweit als Medizin und zur Unterstützung des Heilungsprozesses eingesetzt wird. Ein Patient wird für eine oder mehrere längere Sitzungen in die Flüssigkeit eingetaucht, normalerweise bewusstlos. Die dickflüssige Substanz unterstützt die Regeneration von Muskelgewebe und Nerven. Mit dem Bosskampf haben wir uns schwerer getan, als wir mussten. Ganz ehrlich, wir hatten am Anfang fast geschafft gehabt und dann habe ich verkackt. Tallanor ist ein Planet auf der anderen Seite des Kobo-Abyss und damit sicher von den meisten Eindringlingen. Dagan Gera spürte eine bedeutsame Verbindung zu dem Planeten und besteht auf eine Rückkehr dorthin. Können wir mehr leben? Ja, kriegen wir. Gefallener Jedi. Im Zentrum des Waldes, in einer Anlage aus der Zeit der Hohen Republik, entdeckte Kell einen einarmigen Mann im Bacta-Tank. Als er den Tank berührte, hatte Kell eine weitere Vision, wie Santeric Kree und ein Jedi-Entdecker namens Dagan Gera, der Mann im Tank, über Tallanor sprachen. Mithilfe der Macht flehte Dagan Kell an, ihn zu befreien, was dieser auch tat. Nachdem er frei war, machte Dagan den Orden der Jedi für seine Gefangenschaft verantwortlich. Und obwohl Kell ihn bat, sich im Kampf gegen das Imperium anzuschließen, korrumpierte er den Kyber-Kristall seines Lichtschwertes und griff an. Ihr Duell wird von Ravis unterbrochen, der Dagan seit langer Zeit gesucht hat. Der gefallene Jedi verlässt Kell, der über die Ereignisse erstmal nachdenken muss. So. Können wir uns da dranhängen, ohne dass irgendwie alles in Flammen aufgeht? Ohne dass wir einfach sterben? Hops, können wir. Gut, bewegen wir uns hier weg. Ja, unser werter Freund wirkt ein bisschen unausgeglichen. Ich will nicht lügen. Ein Echo. Tenalor sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagan. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Punkt. Voller Trauer und doch hoffnungsvoll blickte Santeric Kree hinauf zum Kobo-Abyss, ohne zu wissen, ob sie die Welt dahinter jemals wiedersehen würde. Und wie es aussieht, hat dieser lustige Strahl jetzt wahrscheinlich den Weg dann freigemacht. Wobei das der Mond ist, der offenbar im Eimer ist. Das dahinter ist der Kobo-Abyss, würde ich schätzen. Diese Pulsar-Sache, die wir gesehen hatten. Ich dachte, es wäre tatsächlich ein Stern gewesen, aber... Gehen wir nach hier unten hin. Wir haben das sogar alles relativ pünktlich innerhalb der Aufnahme geschafft. Schauen wir nur, wo wir noch hier rauskommen. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Wollen wir es hoffen? Neues Ziel. Sieh nach der Mantis. Ich muss mich konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren. Erst einmal ausruhen. Dann Fähigkeiten. Wir können kurz mal Fähigkeiten kaufen, noch bevor wir die Aufnahme jetzt gleich beenden. Wir haben hier 7 Fähigkeiten. Wir haben beim Lichtschwert 11. Überleben haben wir durch.
Wenn ehrlich gesagt, verlockt zuallererst die Einstimmung hier einfach durchzuziehen, damit wir noch mehr Macht bekommen, die wir einsetzen können. Also das Doppellichtschwert war super gegen den. Die Kombos, die wir da draufsetzen konnten, haben den gewissermaßen gestunlocked gehalten. Das heißt, dass wir hätten wir eigentlich durchgehend mehr benutzen müssen. Mehrfache Reflexion können wir uns jetzt holen. Oh ja. Das sollten wir. Das Doppellichtschwert verlässt sowieso niemals unsere Leiste, weil es echt nützlich ist. Also. Wir nehmen den hier auf jeden Fall mit. So. Kontrollierter Wurf, den möchte ich aber auch lernen. Für diese lustige Sache hier. Jetzt können wir einfach so einen kleinen Mixer in die Gruppe schmeißen. Wir können noch den letzten für den Doppelorbit ausgeben, damit wir den hier nochmal hinterher drücken können. Und die ganze Sache verdreckt nochmal aneinander ketten können. Ansonsten. Stimmt, die Sachen hätten wir auch noch gerne. Überlegen Verwirrung und Verwirrungsmeisterschaft. Hätten wir eigentlich schon dran in diese Richtung begeben können. So, das Einschwert ist natürlich auch ein sehr starker Stil. Zweifache Reflexion kann dafür auch nicht schaden eigentlich. Windattacke ist auch was Tolles. Aber wir nehmen erst einmal noch nichts weiter. Für den Moment bleiben wir so, wie wir sind. Gut, liebe Gemeinde. Und weiter geht's. Genau, weiter geht's in der nächsten Aufnahme. Wir gehen erstmal zum Titelbildschirm zurück. Wir haben innerhalb der Aufnahme, fast ohne zu überziehen, immerhin die Anlage untersucht. In der nächsten Aufnahme erfahren wir, ob Grease und Boat die Mentes repariert haben. Ob sie den Maschinengeist in Mentes befriedet haben, der ein bisschen verärgert mit Kells Problemen ist. Und vielleicht erfahren wir weitere Dinge, was unseren werten Freund Dagan angeht. Und was Ravis so möchte. Aber lassen wir uns überraschen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen viel Spaß und vielleicht drücke ich noch eine weitere Bonusaufnahme hinterher, wo wir einfach wieder ein paar Leute schlagen gehen und ein paar Punkte farmen. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Stellen, an denen wir das können. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme und Cheerio.